Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und ja, ihr hört diese Musik. Ich habe es jetzt noch 10-mal versucht. Ich habe auf den Zombie geschossen und alles Mögliche. Es hat nicht geklappt. Ja, Freunde, es hat nicht geklappt. Wir haben Maria verloren. Warum auch immer, bei der einen Folge war ich sogar ziemlich weit weg. Und ziemlich früh, da, dass James da eigentlich, ja, den Fahrstuhl hätte aufmachen können in der Zeit, aber es scheint nicht mehr zu funktionieren. Wir haben wohl irgendwas falsch gemacht oder ich weiß nicht, was passiert ist. Ist er kaputt? Ich drücke auf den Knopf, aber der Aufzug rührt sich nicht. Fragt mich nicht, warum, was, warum das jetzt passiert ist. Ich habe versucht, alles richtig mit ihr zu machen. Es hat nicht funktioniert. Ja, das heißt, wir haben Maria verloren und jetzt ist sie auf uns alleine gestellt. Toll. Ja, das ist ein sehr trauriger Start der Folge. Aber ja, ich weiß nicht. Verratet es mir bitte. Was hätte ich machen sollen? Ne, damit ich Maria jetzt noch hier bei meiner Seite hätte. Was ist das hier? Abgeschlossen. Wo sind wir überhaupt? Wir sind im ersten Geschoss, okay. Alles zu natürlich, ne, ist klar. Ja, die Stimmung ist jetzt natürlich gedrückt. Er, der nicht kühn genug ist, um über den Abgrund hinweg angestarrt zu werden, ist nicht kühn genug, um selbst hineinzustarren. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren, indem du weitergehst. Folge der Karte, da ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Okay. Lindsay Street. Litter Ranch. Okay. Rosewater Park. Silent Hill Store. Ich habe sie auf meine Karte übertragen. Da ist immerhin die Kleine noch. Die ist aber draußen. Laura ist aber draußen. Okay. Ja, Mensch. Wie gesagt, Freunde, es tut mir leid. Ich wusste nicht, was ich da noch tun kann. Ich habe es so oft versucht. Ich weiß es nicht, Cafeteria. Die Türen, die sehen auch alle komisch aus hier. Alle zu. Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Die schöne Maria, sie ist nicht mehr bei uns. Jetzt ist auch eh alles, alles dicht. Wir können noch geradeaus rein. Oder auch nicht, nee. Alles kaputt. Die Frage ist, kommen wir jetzt weiter? Einfach hier raus aus dem Krankenhaus oder was? Ja. Ja, ich bin unkonzentriert wegen Maria. Das ist gerade ein bisschen kacke. Ja. Maria ist tot, ich konnte sie nicht beschützen. Und wieder konnte ich nicht zu helfen. Laura ist einfach weggerannt. Ich hab's versucht, ihr zu helfen. Mary, was? Was soll ich nur tun? Wartest du wirklich irgendwo auf mich? Oder ist das deine Art, um... Ich werde Mary finden, das ist das Einzige, was mich noch hoffen lässt. Ich habe versucht, Maria zu helfen. Aber, ja, das ist jetzt. Das ist die Frage, ob sie wirklich jetzt für immer weg ist oder ob sie nochmal irgendwie auftaucht. Gut, wir haben hier Sachen eingezeichnet. Ja, da, Letter Ranch, genau. Das heißt, wir müssen
Auf die rechte Seite, das heißt hier geradeaus durch. Ja, wie gesagt, das mit Maria, das verstehe ich immer noch nicht. Wie das warum das passiert ist. Ich renne einfach vorbei an den. Der ist mir sowas von egal, der Typ. Ja. Ah, wie gesagt. Sorry, Leute, dass wir Maria nicht mehr haben. Aber irgendwie ist doch nicht her. Hä? Müssen wir doch unten her. Ja, super. Okay, dann. Würdest du bitte die Kamera drehen, liebes Spiel? Danke. So. Den lasse ich leben. Nein, der macht ja nichts. Der läuft da nur rum, ne? Der auch. Die laufen nur hier rum, das passt doch schon. Machen zwar ekelhafte Geräusche, aber das passt schon. No stress passing. Ja. Wir gehen nach unten. Holy shit, das werden immer mehr. Okay. Und dann hier nach links. Genau. Ja, die stapfen da weiter her. Ich hoffe wenigstens, dass wir die Kleine retten können. Ah, Freunde, das rückt meine ganze Stimmung mal wieder. Also sowas hasse ich ja, ne? Charaktere in Spielen zu verlieren, wo man selber alles versucht hat. Also ich bin ja nochmal zu ihr sogar zurück in das Krankenhausbett gegangen. Ach, guck mal da. Munition. Gewehrpatronen? Wie Gewehrpatronen? Wartet mal. Wie Gewehrpatronen? Jagdgewehr. Ach, okay, krass. Na, immerhin das. Immerhin das, Freunde. ja, wie gesagt, Maria. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was ich da noch hätte tun können. So, jetzt bin ich hier dumm in eine Ecke gerannt, aber... Ich lasse die Gegner leben. Nö, das, da habe ich jetzt keine Lust drauf, die zu machen. Ganz ehrlich. Weil die machen ja nichts, die laufen ja nur da rum. Ja, ach guck mal da. Ein Tonikum. Und Munition, die ich fast übersehen hätte. Schrottpatronen, ja. Okay, aber das ist jetzt Silent Hill bei Nacht. Das heißt, wir sind noch in der Albtraumwelt. Das heißt, vielleicht lebt Maria noch irgendwie. Ich weiß es ja nicht, ne? Dass sie nur in der Albtraumwelt gestorben ist. Kann ich mir gut vorstellen. Wohin geht's überhaupt hier? Das ist einfach Dead End, oder was? Da ist einfach Dead End. Okay. Keep out, ja. Schulbusse? Stimmt, die Schule fehlt noch hier. Ach, guck mal da, liegt wieder Munition. Da haben wir jetzt auch wieder genug von. Da haben wir auch... Oh, Schrotpatronen haben wir auch 56. Ja, das passt. Das passt. Gut, dann probieren wir es. Ah, noch mehr Sachen. Noch mehr Sachen für uns. Dankeschön. Alle übersehen wahrscheinlich. Am Tag. Das ist das einzig Gute an der Nacht, dass man die Sachen sieht. Besser sieht. So, ja. Das Leben muss weitergehen, offensichtlich. Und was ist das hier für ein... Okay. Soul Street, ist das die richtige? Jo, wir sind Gold, richtig. Ah, das ist die andere Seite von dem Wohnmobil. Kommen wir jetzt hier rein? Ja! Nice, okay. Okay, was rennt jetzt hier wieder rum? Nee, lass mal. Ach! Hallo? Ja, okay. Jetzt haben wir hier wieder über diese Gitter. Ja, das ist wie im Original, wie im ersten Teil. Ich lauf einfach, ja. Ich lauf einfach. Jetzt ist sie offen. Alles klar, dankeschön. Genau, hier sind wir jetzt wieder an dem Wohnwagen. Genau, da kennt man sich jetzt hier wieder aus. So, einmal speichern. Jo. Und jetzt auf dem Sofa.
Ich warte in Barnigis. Ja, okay. Da gibt's ja nichts mehr. Endlich mal eine klare Sicht in der Stadt. Weil guck mal hier, wo, dass wir hier die ganzen Items auch übersehen haben. Das ist echt krass. Oder sind die jetzt erst da? Ich weiß es ja nicht, ne? Da steht wieder so einer. Ah ja, Freunde. Aber wir müssen da hinten Letter Range. Okay. Gehen wir da mal hin. Wann wird der eigentlich? Was ist mit dem? Ja, okay. ich habe mich nur gewundert, wie lange er braucht bis zum Aktivwerden. Der auch, ne? Der hat keinen Bock. Ah doch, okay. Ja. Endlich mal ohne Nebel hier. Das einzig Gute in der Nacht, weil man sieht hier die ganzen Items, die man tatsächlich übersehen hat in dem ganzen Nebel, ne? Das ist das einzig Positive hier dran. An der Dunkelheit. Da ist auch noch was, meine Güte. Ganz schön viel Woody. Hier ist auch noch was, mein Gott. Gewehrpatronen, ja, ganz schön viel Woody. Ja, nice. Frage ist ja, wir waren schon beim Happy Burger. Wir waren schon goldrichtig. Da liegt auch noch was. Meine Güte. Wow, ganz schön viel. Okay, das heißt, wir können jetzt eigentlich die Gegner kaputt machen. Da oben ist noch ein Tonikum. Was ist hier hinter noch? Nichts, aber hier sind irgendwie sehr komische Geräusche. Die gefallen mir wieder gar nicht, aber. Ah ja. Es interessiert dem Spiel nicht, was mir gefällt und was nicht. genau, hier links ist es. Die Gegner lasse ich einfach hier laufen, ganz ehrlich. Was soll denn das? So, hier, Letter Range. Hier rein, oder was? Können wir hier rein? Hier können wir hier rein? Hallo? Ah, wartet mal. Vielleicht ist ja hier rein irgendwie? Nee, ach da! Da liegen die Items. Okay, alles klar. Da ist einmal der Bolzenschneider. Oder nee, Schraubenschlüssel. Und hier ist der Brief. Oder vielleicht bist du ein Narr. Wie weit verrät die Menschen im Allgemeinen? Ein Teil dieses Abgrundes ist in der alten Gesellschaft. Der Schlüssel zur Gesellschaft liegt im Park. Zu Füßen der betenden Frau unter der Erde, in einem Kasten. Um ihn zu öffnen, brauche ich einen Schraubenschlüssel. Mein Patient hat ihn dort vergraben. Ich wusste es, habe aber nichts unternommen. Ich war beunruhigt, so ein Ding in der Nähe zu haben. Ich suchte nicht nach der Wahrheit, ich suchte nach Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch dieses Ding gesehen. Ich floh, aber das Museum war auch abgeriegelt. Jetzt wagt niemand mehr, sich diesem Platz zu nähern. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, okay, die kennen uns, dann bete ich zu Gott, dass er deiner ewiger Seele gnädig ist. Ja, ich mach weiter. Definitiv. Also im Park. Wir müssen jetzt nochmal in den Park zurück. Ich hoffe, dass wir jetzt die Straße legen können und nicht durch die Wohnung müssen, weil das wäre blöd. Tatsächlich. Ja gut, liebe Freunde, aber ich hoffe, dass euch dieses Projekt jetzt trotz des Todes von Maria trotzdem gefällt. Weil mir gefällt es nach wie vor, auch wenn ich da irgendwas mit Maria verkackt habe. Ich weiß nicht was. Aber ich meine, ich bin ja sogar zurück ins Krankenzimmer. Also die Geschichte kann es nicht sein, dass wir uns nicht genug drum gekümmert hätten. Oder mussten mal mehr. Ah, shit. Shit, wir müssen tatsächlich durch die Wohnungen zurück. Oh nein. Na gut, dann gehen wir durch die Wohnung zurück. Ich weiß nicht, vielleicht musste man mehrmals dann das Krankenzimmer zurück. Ich kann es mir nicht erklären. Aber das Wichtigste ist, dass es halt weitergeht, ne? Auch wenn es jetzt wahrscheinlich kein. Oh Gott, jetzt habe ich mich vor bei der eigenen Uhr erschrocken. Auch wenn es wahrscheinlich, Gold richtig. Kein 100% positives Ende mehr gibt. Ja.
Und, aber wie gesagt, wir warten. Hau du ruhig, ist okay. Hau du ruhig daneben. Wir warten einfach mal ab, was uns jetzt noch erwartet in diesem Spiel. Ne, weil, guckt euch mal die Typen da an. Ne? Der steht hier rum! Ja. Muss man die erstmal aufwecken, damit sie erscheinen, oder was? So, dann sind wir wieder an den Wohnungen. Vielleicht gibt es hier noch Items oder so? Nein, okay. Ah, Kamera! Mensch, so. Boah, die Geräusche sind schon widerlich, ja. Aber wisst ihr, wir sind mittlerweile so abgehärtet, dass wir die Gegner hier draußen einfach Gegner sein lassen. Tatsächlich. Und wieder zurück zum Park stapfen. So, weil hier gibt's ja dieses, diese Tür hier, genau. Ah, da hätte ich nochmal Muni. Oder was das ist hier. Das Schloss ist wohl kaputt, was? Wie jetzt? Wir können nicht in die Wohnungen. Ach, aber dafür können wir jetzt hier rein. Die Cut Street, okay. Ah, okay, ich verstehe. Endlich mal ein bisschen Ruhe. Endlich, was habe ich gesagt? Endlich mal ein bisschen Ruhe. Wie gesagt, ich lasse euch einfach Gegner sein. Die Blue Quick Apartments. Ach, wir können vorbei. Okay, ja, das ist gut. Ah, das ist sehr gut. Das haben wir uns auch jetzt nach dem Tod von Maria echt verdient, dass wir da nicht nochmal durch die Wohnung müssen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ach, hier ist wieder dieses komische Motel, ne? Jake's Inn, ja. Kann man jetzt hier irgendwas machen? Nee, aber da liegt was. Nee, da liegt nichts. Okay, da kommen wir jetzt auch nicht mehr hin. Nein, okay. Richtig rum? Ganz richtig gelaufen. So, dann haben wir jetzt nämlich hier den Eingang zum Park. Genau, und dann hier. Da liegt doch wieder Munition. Schrotpatronen sogar. Und dann hier. Ja, aber die Frage ist, wo genau? Da oben, okay. Man sieht die ganzen Items, die man... Oder die Items sind neu gespawnt. In der Nacht, das kann natürlich auch sein. Ja. Okay. Dann... Hier haben wir nämlich Maria getroffen. Das ist jetzt ironisch, ne? Dass wir wieder exakt hier hin müssen, wo wir Maria getroffen haben. Und das haben sie doch gesagt hier in der Box. Ah, was? Opfer der Verfolgung durch... Jennifer Carroll? Wahrscheinlich führt er ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Ja, aber hier muss ja irgendwo eine Box sein, ne? Oder ist das... Ah, guck mal da. Könnte etwas darunter sein? Ja, grab mal. Einfach mal gucken. Wie ein Hündchen. Lieber James. Wie ein Hündchen. So. Da ist die Box. Der kleine Metallkasten ist mit Bolzen verriegelt. Ich kann den Deckel nicht öffnen. Ja, dann nutz doch deinen Bolzenschneider. Das heißt, deinen Schraubenschlüssel. So, ich habe den Schraubenschlüssel benutzt. Und da ist ein alter Bronzeschlüssel drin. Okay. Und dann habe ich irgendwas von alter... Ah, Historical Society. Okay, dann gehen wir da gleich mal hin, aber ich möchte erst... Antik? Ah, ja, historisch. Okay. Antik aussehender Bronzeschlüssel. War hinter der Statue im Park versteckt. Na gut. Dann, liebe Leute, gehen wir mal zum... zu der Historical Society. Und schauen uns da mal um. Was es da so gibt für uns. Und ich muss aber gerade mal meinen Kopf kratzen. Ach, dieser Park ist so verwirrend. So, raus hier. Raus aus diesem Park. Ja. Okay. Zu den Gegnern. Hallo Gegner, hallo Zombies. Ich habe keine Angst mehr vor euch.
Nach dem, was ich im Krankenhaus gesehen habe, habe ich keine Angst mehr vor euch. So, hier haben wir aber auch keine Items mehr. Oh ja, wir stapfen einfach durch Silent Hill. Wir stapfen einfach durch Silent Hill. So, hier ist ja wieder die Tankstelle. Brauchen wir nicht unbedingt. Okay, dann haben wir ja dieses Aufnahmesession wieder einiges geschafft, aber auch Maria verloren. Ja, das macht mich immer noch traurig. Aber es scheint nicht verhinderbar gewesen zu sein in unserem, in diesem Szenario, was wir jetzt ja gerade spielen. Und, ich hoffe, dass wir sie nochmal wiedersehen, aber ich kann für nichts garantieren, leider. Ah, wir sind goldrichtig. So, sind gleich da. Sind gleich da. Ja, kotzt du ruhig, ist okay. So. Was für Pratzen hier rumlaufen, das ist wirklich krass. Ich würde gerne mal gucken. Schau ich das an. Wir haben 140 Schuss Pistolenmunition, 80 Schuss Schrot, 12-mal Jagdgewehr. Also das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich, was wir hier in Munition haben. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nie wieder mit dem Knüppel rumlaufen. Definitiv nicht, nein. So, genau, hier war das doch. Dann müsste man ja jetzt hier rein können, oder? Jo. Okay. Speicherpunkt, das ist nett. So. Eine Kasse. Außer einem Speicherpunkt haben wir hier nichts. Okay. Ist das ein Gebäude? Oder ist das nur... Okay. Wir müssen ja immer noch zu diesem Hotel, ne? In dem Koffer ist nichts Interessantes. Was für ein Koffer? Das ist doch kein Koffer. Naja. Okay. Ah, gibt's hier sonst nichts? Doch, hier steht was. Ach, der Penner. Nebliger Tag nach Nachlass des Urteils. Da, das ist er. Ja. Hier hängt wahrscheinlich mal ein Bild. Unterschrift. Alan Smith, Geburts- und Todesdaten unbekannt. Eine Szene. Ah, was? Uferlandschaft. Ah, okay. Eine Szene aus dieser Gegend vor langer Zeit. Der Stil lässt darauf schließen, dass es um ca. 1820 entstand. Offensichtlich lebten damals viel weniger Menschen hier, wie die paar Gebäude erkennen lassen. Penner. Ich hasse ihn. Ah, er war hier als bekannt. Jägerinfo. Kohlengrube Blütze. Ich will die Typen nicht mehr sehen. Echt nicht. Ich hasse ihn. So. Oh. An diesem Foto ist nichts Besonderes. Irgendein Foto. Brookhaven Hospital. Ja, da waren wir drin. Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Welle der Immigration aus dieser Gegend führte und folgte. Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte, aber mit der Zeit wuchs es immer weiter. Dieses Foto zeigt den Direktor des alten Brookhaven Hospitals. Er scheint eine sehr bekannte Person in dieser Stadt gewesen zu sein. Hier ist ein Foto von einem sehr, sehr tiefen Loch. Was könnte das sein? Ja, das ist irgendwo im Krankenhaus, so wie das aussieht. Mit der Tür da im Hintergrund, aber okay. Ach du Scheiße. Ich will da nicht rein. Was ist das schon wieder für eine Treppe? War das eine Karte oder sowas? Ich habe keine Karte. Okay. Dann. Ach du Scheiße, das ist schon wieder sowas. Nein. Irgendwas ist da unten. Es geht so weit runter. Das sind Treppen nur nach unten. Ja, es sind Treppen nach unten. Ah, um Himmels Willen, Leute. Was ist hier los? Was ist denn das? Das ist ja endlos. Okay, was ist hier? Wartet mal gerade, ich muss mal gerade.
Was ist das hier? Das ist ja endlos. Ah, okay, nein, das ist nicht endlos. Um Himmels Willen. Okay. Ist es ruhig? Nee, ist es nicht ruhig. Doch, jetzt ist es ruhig. Ach, Scheiße. Hier liegt irgendein Dokument. 11. September. 1820. Häftling Nummer C221. Den Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? Sind wir jetzt hier im Gefängnis oder was? Auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Kasten. Wow. Okay, das scheint ein Kerker zu sein, aber ich möchte es nicht... Oh, diese Sounds. Ich will das Ding da nicht rauslassen, was da auch immer drin ist, ey. So. Okay, das sind Zombies. Die kennt man ja. Alter, okay. So. Eieiei. Okay. Kommt man da hin? Kaputt. Okay, ah! So. Und drauf trampeln. So. Und drauf trampeln. Ah, das ist doch so viel angenehmer mit der Pistole, echt. Oh, was ist das? Hier ist schon wieder so verschachtelt ohne Ende. Irgendein Kerker hier. Was ist das? Pistolenmuni. Hier ein Foto. Gefangenenlager Toluca, okay. Während des Bürgerkriegs gebaut, wurde später zum Gefängnis Toluca. Okay. Was ist hier? Hier ein Foto. Tut dich aufspießen! Eine Hinrichtung im Gefängnis. Tod durch Aufspießen oder Erdrosseln. Die Todesart zu wählen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Irgendein Gemälde. Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Ach, ihr seid krank. Ihr seid echt krank. So, von da sind wir doch gekommen. Warum ist er jetzt wieder ein Gegner? So, kann man auch nochmal rein? Ach! Hier ist das Loch. Okay, aber... Ich denke mal... Ich werde hier die Folge beenden, tatsächlich. Es ist soweit bei... Ja, wir haben nur noch eine Minute und da unten scheint was Großes zu sein, deswegen... Das Loch ist dunkel und ich kann nichts sehen. Nein. Ich spring da erstmal nicht rein. Gut, liebe Leute. Dann sehen wir beim nächsten Mal, was da unten ist. Es tut mir leid, aber es ist halt so, ne? Dann würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr es gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.